Ne? Ist er jetzt leicht genug, dass er kippt? Nee. Gut, nochmal. Quicksave. Das ist jetzt das Schwierigste. Das blöde Ding runterkriegen. Nochmal gucken. Die Koppel! So. Gib ihn eins. Der kippt einfach bescheiden um. Der kippt einfach bescheiden um. Es ist. Der kippt einfach bescheiden um. Da kann man testen, ja. Das ist eine Glückssache irgendwie, wa? Ich weiß schon, warum ich meine Ruwer, die ich generell baue, so irgendwie nicht so klein mache, dass sie bei jedem kleinen Driss so umkippen. Die sind definitiv stabiler. Er setzt das Ding mal mit 4 Meter pro Sekunde auf. Okay, werden wir mal probieren. Gute Nacht, der König 2072. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. So, ich versuche das Ding hier echt noch irgendwie hinzukriegen. Also, die Koppel. Da müssen wir noch mal ein bisschen höher, damit der sauberer bremst. So. Dann geht der Schut auf. Da sind wir natürlich dann wieder von der Rakete da ein bisschen weiter weg. Obwohl, diesmal geht's irgendwie. So, 4 Meter pro Sekunde. Ich glaube, ich habe noch nie Retrogate geschaltet, wa? Sieben. Ja, das große Ding bringt es so sachte runter und hier rase ich rum, wa? Es ist ein bisschen komisch, wa? Bisse komisch. Ganz sachte. Komm, warum ist der jetzt auch immer so ruckartig gewesen? Ach, der Liquid Fuel war alle. Der ist ja nicht so viel drinne. Okay, jetzt haben wir es aber. Dann haben wir es gleich jetzt. Der Try wird jetzt klappen. Jetzt wissen wir, da ist nicht so viel drinne. Da kann ich nicht so lange rumrasen. Da muss ich ihn erstmal kommen lassen und dann gebe ich Gas. Dann geht das schon. Also, das heißt, die Koppeln hoch, Gas geben, warten, 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 Gas aus. Dann Parachute. Jetzt lassen wir erstmal runterkommen. Weil der bremst ja schon eine Menge.
Dann muss ich nicht diese Fummeleien machen. So. 3, 2, 1. Okay, der bremst ganz gut. Und. Brakes an. Wow. Irgendwann traue ich mich, Körbe so zu spielen, dass mich jeder Fehler bestraft. Ja. Gut, wir haben den schon mal unten. Naja, noch sind wir nicht offiziell unten. Wir müssen den hier noch loswerden. Das heißt, wir werden mal kurz speichern. Nein! Nein! Ich wollte die Alt-Taste drücken, nicht die Shift-Taste. Ich wollte nämlich speichern. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart. Aber jetzt haben wir es ja raus. Die Koppeln, Gas zünden, kommen lassen, aus. Parachute. Ja. Das sind Momente, wo man denkt, Mama, du musst um deinen Jungen nicht weinen. So. Brakes. Alt-Taste, F5. Safe. Ja. Da bräuchte man einen Typ von der NASA. Die kriegen das immer hin. Ja, Hollywood lässt grüßen. Jetzt hoffe ich, dass das Ding ganz sauber abgleitet. Oh ja. Ja, jetzt sind wir offiziell mit unserem Rover auf dem Mars. Ich würde mal sagen, Mission erfüllt oder nicht, oder doch? Oh Mann. Ja. Ist das geil. Juhu, wir haben einen Rover. Da liegt Schrott. Da oben ist noch eine Menge DV drinne. Die haben auch noch. Ja. Ist das doch mal geil. Das Lustige ist ja, wenn man nicht allzu viel Mist baut. Da hat der hier ja Strömling unendlich, der hat alles dabei. Der hat sogar Experimente dabei. Der hat sogar eine Antenne dabei. Der hat eigentlich alles Mögliche dabei, um auch sozusagen was nach Hause zu schicken. Ja? Das ist ein nettes kleines Ding eigentlich. Ja, mal so betrachtet. Hübsch. Der macht sich schön. Fahren wir mal da hoch zu diesem Berg. Das will ich mal noch machen. Ja, also, das funktioniert auch. Ja, hübscher kleiner Rover. Das ist Miss Rover. Oh ja. Das ist ja mein Dingens. Wie weit ist denn der Berg da hoch? Ein bisschen noch. Bisschen ist er noch. Aber der steuert sich ein bisschen schwammig. Und ich will mit denen jetzt aber auch nicht so rumasen, wenn ich ehrlich bin. Weil ja, eigentlich das hier hindümpeln zum Duna und das Landen war ja eigentlich ein Witz, wa?
Aber jetzt den Ruver abzusetzen, das war eigentlich die schwere Arbeit. Das war ja eigentlich die schwere Arbeit. Der Rest, der war ja eigentlich ein Witz, oder? Wie seht ihr das so? Das war doch ein Witz, oder? Das sah ja aus wie geplant, wa? So ganz spontan. Na, was wackelt der Ruver so? Das sieht ein bisschen komisch aus manchmal. Ruckel, ruckel? Das gefällt mir nicht. Was ruckelt der da so? Wir haben nur 2,4 Meter. Hm. Ja, Ruber war der Schwerpunkt, ja. Ja. So, hier sind wir noch ein bisschen ruhiger. Gut, hier können wir den mal parken. Parken wir den mal. Oh ja, hallo Ruber. Ja, sieht nett aus. Oh, hat sich ja gerade die Sonne geblinzt in der Solarzelle. Ja. Schickes Ding. Aber ich mache noch mal sowas hier. Joa. Ich bin ja immer ich bin so ein bisschen die Bilderhutsch. Ich mag ja, wenn dann irgendwie so, oh, hier sind mit den Strömlingen da unten, die grünen Lämpchen. Das ist schon toll. Bin jetzt gerade kurz nach dem Verlassen von Körben und habe jetzt per Manöver den Eintritt von 43 AP von Duna. Nice. Gut, irgendwas wollte ich jetzt eigentlich euch nochmal kurz am... Ach ja, jetzt weiß ich, was ich euch nochmal zeigen wollte. Ich wollte mal meinen ersten Duna-Drop, den ich auf YouTube bzw. auf Twitch gemacht hatte, mal zeigen. Der sieht nicht so elegant aus wie dieser hier. Also seitdem ist auch eine Menge Zeit und Spielzeit vergangen. Also das war jetzt wirklich schon ein bisschen Iliantos. Dann gehen wir mal raus aus der Sandbox. Dann zeige ich noch 1, 2, 3 meiner Projekte. Wollen wir mal sehen. Da oben der Pfeil. Da oben ist der Pfeil, da drücken sie dann auf und schon geht die Schose auf. Man muss nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der Kurbel ganz nach oben drehen. Kennt das überhaupt jemand noch? Oder bin nur ich so alt? Resume save it. Was haben wir denn da? Twitch, so, loading. Lode, 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 lode. Dann schauen wir mal. Gut. Das heißt, wir gehen mal in die Tracking Station. Und schauen mal uns Duna an. Da ist er auch schon. Wie praktisch. Geh mal zu einer Station von dir und mache das an, wo man durch die Wände schauen kann. Gut, mache ich gleich nochmal. Gehen wir aber erstmal hier rauf. Achso, ich habe gar kein Objekt aktiv gerade. Gehen wir erstmal darauf. Ja, hier habe ich es gemacht, wirklich wie die NASA damals. Oder es gibt auch dieses eine Spiel, das gibt es auch bei Steam, das heißt Mission Mars oder so, oder Mission to Mars. Irgendwie so ähnlich heißt das. Habe ich auch. Das Spiel ist leider enttäuschend. Aber ich habe auch so einen Drop hier gemacht. Da steht er. Mein erster Twitch-Drop auf ein Duna. Das hat sogar Antennen. Retract. Nee, Extended, so, okay. Ja. Och, der sieht ja so toll aus. Ja, mit ein paar Experimente hier, jede Menge Solarzellen. Hier waren die Shoots oben. Das Ding ist also eher unsanft gelandet, beziehungsweise war eine halbe so unsanft Landung. Hier unten, da war auch nochmal eine Terrier dran. Ne? Das habe ich jetzt aber nicht abgesprengt gehabt, wie gesehen. Ja. Ist noch so komplett. Lustig, lustig, lustig. Ich habe sogar hier noch einen Auftrag. Ist nicht für einer.
Wollt mir First Milestone. Boah. Ganz lustig. Gut, dann wurde sich gewünscht, dass ich das nochmal zeige, aber bevor ich das zeige, gehe ich nochmal kurz hier rauf. Das ist nämlich der Zubringer, mit dem ich diese kleine Sonde abgeworfen habe. Oh ja. Da habe ich auch schon mit Nuklear gearbeitet. Hier, guckt mal, da. Da habe ich auch schon mit Nuklear gearbeitet. Ja, da ist ja ein Oxidizer sogar noch drin. Damals habe ich den Oxidizer nicht rausgeholt. Ja, und hier habe ich noch diese fetten Solarzellen. Das sieht auch so ein bisschen aus wie ein Hubble, wa? So Hubble. So die Öffnung, ja. Ist so ein bisschen blind. Fehlt die Linse. Hat ja die NASA auch das Problem gehabt. Dann hat man hier die Teile von ScanSat. Die sind nur dran jetzt. Die sind infunktionell. Hier kann ich klicken. Das ist das Lustige. ScanSat. Die Teile kann man hier zwar reinklatschen, aber die funktionieren nicht. Das ist jetzt so halbfunktionelle Mod. Das ist schon so ein Ding. Gut, dann gehen wir mal zu einer Station, wo ich aktuell Personal habe. Das ist dann hier beim Körbeln. Wo habe ich denn den? Auf dem Moon, genau. Auf dem Moon. Wo haben wir denn den Moon gehabt? Wo ist er hin? Hier ist er. Hallo Moon, Focus View. Moon. So, dann muss ich mal hier runter. Dann geht's hier zum Neil Armstrong, Switch 2. Ah. Oh. Hallo Neil. Der kleine Nils. So, der kleine Nils, da muss ich umschalten. Worauf sind wir jetzt? Wir sind auf dem Anomalienforscher. Da sind wir. Okay, da haben wir Personal. Es funktioniert nämlich nur, wenn Personal drin ist. Ohne Personal geht das gar nicht. So, machen wir mal das hier runter. Machen wir mal den Overview an. Dann machen wir mal die UI aus. Und dann kann man so ein bisschen reingucken halt, wa? Da, hier so rein. Wie gesagt, ihr wisst ja nicht, wo der da sitzt, dass der das da angeht. Da oben sehen wir ihn auch drinne. Kann man hier so vorne reingucken. Ui. Das sind Arbeitsplatzaussichten, ne? Warum wackelst du eigentlich so mit dem Kopf? Hast du Epilepsie oder Schüttellähmung oder wie heißt das andere nochmal? Parkinson? Oder hast du gerade Spaß? Ich glaube, der hat Spaß. Oh Gott, der hat Spaß. Dann wollen wir mal nicht stören. Ja, hier haben wir nochmal die andere. Das ist dieses Labor. Das sieht das Labor dann halt aus. Da kann man auch so ein bisschen rinschmunen. Hallöchen. Oh, man kann sogar hier reinzoomen dann. Geil. Nice try. Es gibt ja mal eine ganz andere Optik dann. Das hätte ich auch noch nicht ausprobiert, so mit reinscrollen. Ist mal nett. Er gibt direkterweise mal neue Bilder so für die Optik. Ja? Wir sind so raus, so. So, nicht ganz raus, so ein bisschen. So, okay. Nett. So könnte man sich dazu vorstellen, wenn man dann auch so in diesem Teil drin ist. Hoppa, so. Okay, ein bisschen rein, so. Und dann so hier so durch. So. So wie bei diesem neuen Spiel, A-Drift, oder wie das heißt. Habe ich auch schon mal überlegt zu holen, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist auch ein bisschen teuer. Ja, was haben wir denn noch? Hier können wir hier oben nochmal reingucken, den zu den Herren. Alter, der hat wirklich ungesunde Zuckungen. Da sehen wir nochmal. Echt mal eine andere Optik sozusagen. Jojo. Hat was. So, dann wollt ihr mal was anderes nochmal gucken. Pilot, ja, ist ja richtig so.
Was zuckt denn hier rum? Was ist denn hier los? Hm. Eigentlich durfte doch hier nicht zucken, das ist doch alles aus, ist ne. Oh. Ja, da kann er da mal so hingucken. Oh, Kopf verbogen schon. Autsch. Da vorne ist die Heimat. Hallo, Heimat. Ja, die können immer nach oben gucken, ne? Dann sehen sie mal, wo sie dann mal wieder hin müssten, theoretisch, ne? Hab ich da jetzt irgendwas gerade an, dass der so zuckt? Ach, SAS ist an. Wenn ich SAS ausmache, zuckt der dann eigentlich immer noch rum? Mal schauen. Das ist jetzt echt die Frage. Hallo? Nochmal klicken. Das geht da gar nicht an, oder was? Machen wir jetzt mal SAS an. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Da zuckt da rum. SAS aus. Zuckt da auch noch rum. Sehr merkwürdig. Naja, ist halt noch Pre-Release, wa? Darf man nicht vergessen. Na, ist schon ein Ding. Gut. Eine Sache will ich mal noch gucken, auf jeden Fall. Was macht meine allererste KSS-Mutter? Was macht meine allererste Station, Raumstation, die ich via Twitch zusammengebaut habe? Die steht im Dunkeln. Warte mal, wir holen mal ein bisschen Licht für sie ran. Wo sind wir? Da kommt das Licht, da sind wir im Hellen. Ah, nehmen wir mal bis hier hin. Warp hier. Und da seht ihr, das flackert alles hier so, die ganzen Nodes, weil die alle so knapp sind. Die sind alle so verdammt knapp. Warum habe ich jetzt meinen Teil hier nicht aktiviert? Wo sind meine Daten hier? Ach, das habe ich ausgemacht. Welche waren die gewesen? Gut. Dass es andere hat. Was ich kaum benutze. So, okay, jetzt stimmt's wieder. Ja. Sehr funktionell. Eine Schönheit war Mutter nie. Eine Schönheit war Mutter nie. Aber Mama funktioniert. Auf Mama kann man sich verzichten, wollte ich sagen. Nee, auf Mama kann man sich verlassen. Das war immer so. Mutter ist immer. Ja? Auf Mutter kann man sich verlassen. Gut. Ich bin knapp 5 Stunden hier am Dauerschwafeln. Wir haben eine Menge gesehen, was Version 1.1 bringt. Ich werde mal nochmal zurückschalten zu meinem Lieblingsobjekt. Wo ich immer so gerne auch an- und abmoderiere. Wo haben wir es denn? Hier ist es. Set Target. Oh, wir fliegen über KC. Ja. So, dann brauchen wir ein bisschen Licht auch für das hier. Hopp mal hier hin. Danke. Gut, also, was hat er gesagt? Wir haben eine Menge gesehen. Wir haben eine Menge erlebt. Wir haben wirklich eine Menge erlebt und eine Menge gesehen. Alles, was so 1.1 bietet, eine Menge neue Features, 64-Bit-System, die, hab's mir aufgeschrieben, jetzt fällt's mir gerade nicht ein. Unity 5, genau. Unity 5 Engine. Hallöchen, Jojo der Echte. Moin, moin. Jojo, du hast Pech. Du hast ganz großes Pech. Du kommst gerade zur Abmoderation ran. Ha? Wie nennt man denn sowas? Ha? Dafür siehst du jetzt nochmal die Van Braun, ja, das Hotelschiff. Er ist ja auch was wert. Ha? So, ich mach mal die UI mal ein bisschen anders. Mal gucken, hier ist ein schönes Fenster hier. Ja, so. So, ja. Machen wir es mal so. Ja? Aber Jojo, weißt du was?
Das wird heute nicht der letzte Stream sein. Ne? Ich werde ja wieder öfter streamen. Ne? Hab's mir auch sogar vorgenommen und ich wurde auch sehr stark dazu motiviert. Also, ja, haben ja einige Leute bei mir YouTube geschrieben, ja, stream doch mal wieder. Dann habe ich ja zwischendurch sowieso mal gestreamt, ja, das eine oder das andere Spielchen. Ja. Und jetzt, wo 1.1 immer akuter wird, ja, jetzt ist ja noch Pre-Release, werden natürlich die Streams natürlich wieder häufiger auftreten. Besonders dann, wenn 1.1 draußen ist, oh, da geht's aber fett ab. Vor allen Dingen, wenn dann die ganzen Mods dann wieder funktionieren. Aha. Da geht's wieder richtig gut ab. Ja. Ich wünsche allen, die ihr so zugeschaut habt, die auch geschattet haben, auch die nicht geschattet haben, auch die irgendwie Freude am Weltraum haben, Freude hier an diesem Spiel, Freude jetzt an dieser doch sehr geglückten Mission nach Doonut, obwohl die total ungeplant war. Viel Freude dabei. Und ich hoffe, man sieht sich wieder. Die Welt im Twitch, gerade Kirby Space Programm, im deutschsprachigen Bereich ist ja nicht allzu groß. Und Arista, ja, danke für den Stream. Ja, danke auch fürs Zuschauen. So macht das immer wieder Freude. Ich schaue dann neben deine Videos. Stimmt, genau. YouTube-Kanal. Steht unten die Verlinkung. Da ist übrigens gerade der Ausbau der Station hier, der Hotelstation, wie ihr sie gerade seht. Ja, da könnt ihr das sehen. Ja, wie gesagt, könnt euch gerne anschauen, müsst ihr nicht. So wie ihr wollt halt. Alles frei. Ja, ja, was war noch gewesen? Ja, wir sehen uns dann, wie gesagt, öfters. In dem Sinne, euch alle einen schönen Tag. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.